die Brücke. Die Orks sind alle wieder da. Guck mal an. Das ist ein... Nee, ich will... Wie es mich nervt. Kann man noch zurückverwandeln? Kann man noch zurückverwandeln? Nee, ne? Wir sind tot. Verbrannt. Mann. Kann man denn so bescheuert sein, ey, Junge? Nee. Nom, nom, nom. Das war nicht nur Fail, das war voll... Pass auf, wenn ich jetzt aber hier so runterspringe, guck mal, pass auf, so sterbe ich einfach. Pass auf, guck. Ach, nö. Headshot, leider als Mensch, naja, was soll's. Schön, jetzt kann ich wieder... Warte mal. Hier muss ich hoch. Okay, also scheinen die ganzen Typen, die ich schon mal gekillt habe, scheinen sich wieder wiederbelebt gekriegt zu haben. Wie auch immer. Ja. Und das heißt auch, dass ich die Erfahrungspunkte vorher natürlich alle schön für mich gekriegt habe. Nice Sache. Das hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich noch viel mehr aufgeräumt. Muss ich mal zu sagen. Weil das ist ja... auf allerhöchstem Niveau Erfahrungspunkte gewinnen, ne? Das hätte man ein bisschen vorher wissen müssen. Habe ich nicht gewusst, ist egal. Windfaust ist nicht so wichtig. Heilung, habe ich irgendwo Heilung? Heilung habe ich doch hier. Auf den 9. Na, jetzt können wir ja mal... Jetzt nehmen wir mal hier die Windfaust mit rein, was auch immer die bringen soll. Aber ich mache mal eine 9, eine Heilung, komm. Gute Arbeit, sag ich mal. Das ist eine sehr, sehr gute Arbeit. Da brauchen wir nicht die ganzen Tränke aufschlucken dafür. Das ist gut. Gefällt mir das Ding. Gefällt mir das Ding. So, bei meiner Stufe wäre es 2 Stunden und 30 Minuten. Es gibt zwar ein Gesetz vorgegeben, wie es ein normaler Mensch für die Ausgaben höchstens brauchen darf. Ach, komm. Du kannst nicht jeden Tag 2 Stunden, das ist der absolute... Also, mag sein, dass man jetzt sagen, man kann pro Woche, ja, darf es in Summe... Aber es kann auch mal sein, dass man eine Vorbereitung für ein Referat oder irgendwas auch mal ein bisschen länger dauert. Das ist alles okay, verstehe ich alles. Aber du kannst nicht annehmen, dass jeden Tag 150 Minuten Hausaufgabenzeit, das ist der Wahnsinn. Da fangen ja schon, ich meine, dass es später noch komplizierter wird im Berufsleben, mag ja alles sein. Aber ich kann nicht von dem Neuntklässler oder was erwarten, dass der um 14 Uhr oder 15 Uhr Schulschluss hat, 14.45 Uhr von mir aus, nach Hause fährt, 15.30 Uhr zu Hause ist und dann noch bis, keine Ahnung, bis 18 Uhr Hausaufgaben machen muss, Abendbrot essen, ins Bett, das kann ich einfach, also muss man einfach mal drüber nachdenken, realistisch, halte ich für Schwachsinn. Ja, also das, ich meine, so geht's den meisten Arbeitenden oder wenn du in der Berufsausbildung bist, geht's dir auch so, aber das halte ich für Müll. So, jetzt bin ich hier falsch, ne? Ich gerade auch. Nee, ich muss da drüben hoch. Da muss ich. Hä? Ich bin doch gerade schon mal richtig gelaufen. Da ist der Turm. Dann bin ich doch. Warte mal. Hier bin ich lang gekommen gerade, nicht wahr? Dann bin ich hier an dem Snapper vorbeigelaufen, nicht wahr? Bin ich, war das nicht gerade so? Also, es kann nicht wahr sein. Bin gerade noch richtig. Oh, wie schön. Das gefällt mir. Übrigens habe ich auch einen orkischen Teleportzauber. Ich könnte mich da reinschieben, einfach in den Tempel. Aber. Ja, genau, das war richtig so. Steckt noch weg die Waffe. Ich nehme natürlich, klar kämpfe ich mich rein, ist ja logisch. So, jetzt gehen wir hier hoch. So ein Mist, jetzt sehe ich. Wo ist jetzt die Brücke? Noch ein Feuerwache an. Schön, dass du da bist. Aber, was soll ich sagen, das braucht man jetzt nicht. 500 Erfahrungspunkte. 500 XP. Genau, da ist die Brücke wieder. Okay, jetzt sind wir gerade lang gekommen. Da ist ein Schamane, glaube ich. Ist das ein Schamane? Urschak. Ja, ist ein Schamane. Ach! Das ist ja unser Kumpel! Hat er mich vorhin angegriffen? Urschak, grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Okay. Ich finde es auch toll, wie es die
Montessori-Schule macht. Ah, okay. Die machen Lernen und Hausaufgaben in der Schulzeit, sodass die Kinder und Jugendliche zu Hause dann noch Freizeit haben und runterkommen können. Ja, und das halte ich auch für richtig. Wir müssen jetzt natürlich bedenken, runterkommen zu Hause, das heißt nicht, dass ich möchte, dass ein Neuntklässler nach Hause kommt, sich vor die Glotze haut oder eben ans Fortnite und den ganzen restlichen Tag zockt. Das meine ich nicht, ne? Ja, Kriegs, hab noch einen schönen Abend, ne? Schlaf dann gut. Ich meine aber schon, dass die einfach auch mal Zeit für sich haben sollen, dass sie im Sport nachgehen sollen, Bewegung haben sollen und so weiter, ja. Ein Karateverein, von mir aus im Schützenverein, das ist ja ganz egal, was die da machen. Aber es geht halt darum, ne, dass wir einfach nicht wollen, dass der Schultag ist so schon lang genug. Die haben auch viele Schulausfallzeiten. Es gibt heutzutage ganz oft, es ist, die Lehrer sind krank, die Lehrer haben keinen Bock mehr, die Lehrer haben Depressionen. Das gibt ganz viele Sachen, wo einfach Lehrkräfte überfordert sind, ja, ohne jeden Zweifel. Und dann nervt es mich natürlich, wenn die Schule ausfällt und die dann zu Hause das alles nacharbeiten müssen. Und das kann halt natürlich nicht sein. Da muss man natürlich was dran machen, ja. Wie geht es dir, mein Freund? Ursak sein gesund. Ursak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Ursak gen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Das ist cool, warte mal. Ich kann ihm so Sachen geben, wenn er das haben will. Was machst du hier so nah am Dorf? Ursak beobachten Brüder in Heimat. Ursak glauben, Gruschak bald aufwachen. Oh je. Urschak hier warten und kämpfen gegen Kruschak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Oh, das ist, ja. Oh, die Uhrzeit schreitet voran, sehe ich gerade. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urschak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urschak. Ich glaube, die Zauber habe ich schon. Ich glaube, das ist der orkische Tempelzauber. Was? Von Nussi wurde, glaube ich, alles Mögliche gerade gesperrt, ne? Ab 10 Emotes gibt es eine zweiminütige Sperre. Aha, siehst du? Das macht er jedenfalls. Er schreibt schon mal hin. Das bedeutet, dass der Nussi wahrscheinlich aus Versehen zu viel Smileys gespammt hat. Kann das sein? Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urschak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urschak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Okay, ich glaube, das habe ich schon, den Freund Zauber. müssen nehmen Figur von großer Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Das mögen die aber auch nicht. Weißt du was? Ist mir auch scheißegal. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt über die Brücke, indem ich das so in der Hand halte. Ich will einfach mal gucken, was passiert, ne? Aber ich glaube, wir können gleich ganz entspannt alle wegschlagen. Aber hier ist doch gar niemand mehr, oder? Sind hier noch welche? Da hat doch echt vorhin uns der Urschak einfach weggeknallt. Das ist ein Kunde, wa? So, und jetzt, guck mal, hier ist niemand mehr. Da haben wir aufgeräumt. Hier ist kein Mensch mehr. So, dann können wir versuchen, jetzt das Tor aufzumachen. Ich bin hier nämlich als Fleischwanze durchgeklettert. Ja, na bitte, das ging nämlich da noch nicht. Deswegen sind wir als Fleischwanze durchgelaufen. Hier ist aber auch schon niemand mehr. Haben wir alles freigeräumt schon. Hier ist kein Mensch mehr. Dein Bot ist doch noch an. Ja, aber dafür, ich glaube, das, was du gerade machst, das gilt nicht als normaler Smiley. Tschüssi, Nusskeks. Das ist kein normaler Smiley, was du gerade gemacht hast. Deswegen glaube ich, ist das. Also, und du bist natürlich auch Moderator. Da wirst du vom Bot ja auch nicht angehauen. Aber ich glaube, diesen Smiley könnte jeder so oft machen. Auch der Damon Best zum Beispiel. Da gibt es, glaube ich, auch keine Mecker. Mecke von Ecke. So, wir müssen. Der gesagt, nimm Kopf von Säule, ne? Wo ist hier die. Guck mal, hier waren ja die ganzen Typen. Die haben wir ja alle platt gemacht. Ist da oben der Kopf? Ja, alles klar. Telekinese ist am Start. Pass auf, was wir sehen. Dann nehmen wir uns Telekinese. Telekinese, Telekinese. Haben wir doch bestimmt noch was am Stissel hier. Kann man nicht anlegen. Ist Windfaust im Weg. Ich habe viel zu viel Zauber angelegt. Ich weiß gar nicht, warum. So. Ist das da unser Kopf? Ja, pass auf, jetzt geht's richtig steil.
Da braucht man den orkischen Zauber nämlich gar nicht nehmen. So. Jetzt haben wir die Statuette. Und jetzt ist nur die Frage, wo muss die hin? Da hat er gesagt, die muss da runtergenommen werden, ne? Dann macht sich das Tor auf. Aber die Frage ist, was muss ich machen? Ah, aha. Jetzt sind wir drin. Jetzt geht's richtig. Jetzt geht's absolut ab, ja. Jetzt sind wir. Mods haben natürlich auch Narrenfreiheit, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine andere Art Smiley ist. Weil es gibt nämlich Smileys und Symbole. Und das wird irgendwie unterschieden von Twitch. Oder vom Bot, muss ich sagen. Ich glaube, Smileys sind wirklich die ganz normalen Emotes, während Symbole wohl tatsächlich was anderes sind. Jetzt sind wir. Leute, wir sind im Tempel. Wir sind im Tempel. Was haben wir gerade ins Tagebuch geschrieben? Aktuelle Mission, Weg in den Schläfertempel. Da haben wir was reingeschrieben gerade. Es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Und das machen wir jetzt auch noch. Okay, dann habe ich mich vielleicht geirrt, Markim. Dann ist das so, dann glaube ich dir das einfach mal. So, wir sind jetzt im Tempel des Schläfers. Und ich weiß jetzt nicht... Hier sieht's ruhig aus. Hier ist im Moment wohl nicht so viel los. Jetzt müssen wir hier entweder Rätsel lösen oder ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin's raus. Fakt ist, wir gehen, denke ich mal, nach da drüben. Hopp. Also, ich glaube, das Spiel ist fast durchgespielt, ey. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht mehr weit. Ich bin mir aber... Oh. Da habe ich keinen Bock drauf. Untoter. Die sind mir zu stark. Guck mal, pass mal auf. Hier. Guck mal hier. Ich habe gegen die Untoten keine Chance. Ich habe gegen die Untoten hier keine Chance. Ich kann die jetzt nur wegpullen. Aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Die bringen mich einfach um. Das sind zu viele. Das ist auch noch ein Skelett-Magier. Ich bin auch der Meinung, ich war hier schon mal drin, als ich nämlich über diese andere Tür reingegangen bin. Jetzt muss ich wahrscheinlich zu Xardas zurück irgendwie. Und muss bei dem den Zauber kaufen, mit dem ich Untote bekämpfen kann. Aber da muss es eine Rune geben. Also, oder ich habe hier... Ich weiß nicht, ey. Okay. Das macht mir Angst. Alles klar. Ich glaube, was ich machen kann, ist den Feuerball benutzen. Spruchrolle? Was auch immer das für eine Spruchrolle war gerade. Mist, ich habe jetzt natürlich... Mist, ist das? Dämonen beschwören? Was ist das? Mach doch mal was. Kommt nicht, ne? Kriegt er nicht hin. Okay, also so geht's nicht. Ich muss jetzt gucken, ob ich das über den Feuerball lösen kann. Ich glaube, die sind anfällig gegen Feuerball. Mag jemand, diese coole Krake natürlich, die fetzt schon. Ich glaube, Feuerball ist hier die richtige Lösung. Auf der 8 liegt der. Und ich glaube, mit dem hat man eine Chance, zumindest diese Monster zu bekämpfen. Ich glaube, so war das. Ich habe nämlich letztes Mal gegen... Da hatte ich bloß eine normale Spruchrolle. Und da habe ich auch einen Feuerball geschossen. Und da habe ich eine Chance gehabt. Das dauert halt nur sehr lange, ne? Da reicht aber einer nicht. Guck mal hier. Da reicht einer einfach nicht. Shit, ey. Wie soll das dann gehen, ey? Wie? Ich kann ja bis zum Magiekreis 4 kann ich als Templer lernen. Es ist natürlich so, gegen Untote kämpfen macht die Sache ja deutlich leichter. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Aber das ist, glaube ich, Untote vernichten, ist, glaube ich, ein Zauber, der erst noch später kommt.
mit Kreis 6 oder sowas. Wenn das nicht geht. Jetzt pass auf, jetzt muss ich noch versuchen mit meinem. Jetzt versuche ich es nochmal mit meinem ganz oberkrassen Hammer, den ich ganz oben habe. Die kann ich nicht anlegen, da fehlen mir 21 Stärkepunkte, aber dann nehmen wir den. Jetzt versuchen wir mal mit dem. So ein Skelett einfach mal in seine Einzelteile zu zerschlagen. Das scheint möglich zu sein. Ja, das scheint möglich zu sein. Also wird es wohl eher auf Nahkampf hinauslaufen. Spielladen. Das hier. Und dann hat aktuell 86.700 Zuschauer. Irre. Aber der macht, glaube ich, dann auch reines Abonnenten-Schreiben. Also da kannst du dann, glaube ich, als normaler, als Zuschauer gar nicht in den Chat schreiben. Das macht er dann nur. Alleine das sind ja aber schon über 30.000. Also, da hat er gut zu lesen, gut zu tun und kriegt das natürlich gar nicht mehr alles mit. Das ist ja der Wahnsinn. Das kann man gar nicht alles. Das ist irre. So. Jetzt habe ich leider mit meinem Bogen, mit meiner Armbrust keine Chance gegen die. Ich muss die also mit dem Hammer bearbeiten, ne? Anders geht's gar nicht. So. Und du merkst, es wird jetzt richtig schwer. Die sind zu zweit. Ich krieg die nicht fokussiert, ne? Also einen kriegt man mal weg. Wie mache ich das jetzt? Unmöglich alles selber zu lesen. Ja, ist richtig. Dafür brauchst du dann eben auch eine Menge Mods. Aber selbst das, was sollen die Mods auch groß machen können? Das ist im Endeffekt auch. So. So. Hoffen wir mal, dass die einzeln kommen. Komm bitte noch ein Schlag. Jetzt kommt der noch. Okay. So, jetzt bleibst du mal ganz entspannt auf Abstand, Kumpel. So. Okay. Also mit dieser Waffe geht's, die ich hier habe. Ich könnte jetzt mir entscheiden, noch 21 weitere Stärkepunkte. Vielleicht ist die Armbrust zu schwach. Vielleicht muss ich eine andere Armbrust kaufen. Vielleicht habe ich auch noch eine andere schon. Mal schnell schauen, wo ich die. Wo habe ich denn meine Armbrüste? Das Ulumulu wird, glaube ich, nicht viel. Oder ich versuche mal mit dem Ulumulu auf Schaden auf die einzuwirken. Aber das ist, glaube ich, recht schwach, das Ulumulu. Und da siehst du hier, Krachtnack ist, was auch immer das ist, was ist das denn? Ach, das ist der Zauberstab. Ja, und ansonsten habe ich schon, die macht einen Schaden von 90. Ich weiß gar nicht, die macht einen Schaden von 90, die muss eigentlich stärker sein als alles andere, was ich besitze, ne? Und da frage ich mich jetzt allen Ernstes, warum? Guck mal, selbst meine Axt hier, die macht weniger Schaden. Die macht weniger Schaden als meine Armbrust. Und dennoch nützt es mir alles nichts.